Hey Ska, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Rock the Rocket. Es geht darum, am 12er Masken-Jackpot ein gutes Ergebnis zu spielen. Eins von fünf, denn die besten fünf Ergebnisse zählen für die Wochenwertung. Und wer unter die Top 9 der Wochenwertung kommt, der kann im Monatsfinale antreten, um sich einen Platz im Finale letztlich zu sichern. Das ist es, worum es schließlich geht. Ich bin schon durch, habe meinen Finalplatz, spiel aber hier, denn wer mich am Tisch besiegt, der bekommt seinen Einsatz wieder. Die anderen reizen, das ist auch eine gute Gelegenheit für mich, das Spiel ein bisschen tot zu quatschen. 40, jetzt haben wir einen ersten Alleinspieler gefunden und der spielt in Vorhand, Kreuz, Hand. So, 40er Reizung, da fällt es mir natürlich sehr leicht, mich zu entscheiden, aus welchem Drilling ich abschmeiße. Herz ist gereizt von meinem Partner, dann brauche ich diese Karten nicht in der Hand behalten und kann mich auch ganz ungeniert hier von der Herz 10 trennen. So, Herz Ass sehe ich natürlich nicht sehr gerne. Ich habe Herz Lusche abgeworfen, ich habe Herz 10 gewimmelt. Warum haut mein Partner jetzt das Herz Ass so leichtfertig ins Geschäft, frage ich mich. Vor allen Dingen, nachdem er die beiden roten Buben legt und dann Trumpf Ass, deutet es doch eher auf ein sehr trumpfstarkes Spiel hin. Dann kann ich das Herz Ass erst recht nicht verstehen. Oder vielleicht hat mein Partner doch noch die Trumpf 10 und spielt es dann hier ein bisschen unsauber, indem er mir hier ein falsches Zeichen gibt. Auf jeden Fall hat er mir jetzt hier das Spiel nicht erleichtert. Ich habe keine leichte Aufgabe jetzt, was ich hier mit der Trumpf Lusche mache. Ich entscheide mich jetzt zu vertrauen, dass er die Kreuz 10 auch noch in der Hand hat, dann ein Stich in Pik mit dem Bild und ein Stich auf dem Karo-Bild. So können wir aus meiner Sicht das Spiel noch schlagen und dann fliegt da die Pik-Lusche raus von meinem Partner. Das ist natürlich sehr ärgerlich, da war das Pik Ass nicht gut investiert. Jetzt muss man allerdings auch sagen, warum zum Geier hat mein Partner, wenn er denn nur die drei Trumpf dagegen hat, wenn er also schon sieht, sieben Trümpfer oder zumindest mit dem Stock ein sieben Trümpfer, trumpfstark, warum hat er denn nicht dann sofort auf seine blanke Karte gewechselt? Hier auf die Pik Lusche, das Spiel läuft doch dann wie auf Rädern ganz von alleine. Was soll ich denn dann falsch machen? Ich nehme das Pik Ass raus, ziehe Pik 10 hinterher, Herz Ass geht rein, dann haben wir schon 57 und auf die nachgespielte Pik Lusche kann dann noch ein Herz König oder Herz Dame fallen, dann ist es ganz egal, ob jetzt, ja, dann wird er die Karo Lusche nicht los. Also, habt ihr das gesehen? Kreuz 10 ist sogar auch noch im Stock. Also Pik Dame und Kreuz 10 im Stock und so ein Rübenspiel jetzt gegen die drei Trümpfe zu gewinnen, das sollte an sich nicht passieren. Ich gehe hier mal mit bis 18, ist natürlich schon verwegen, aber brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Die Kollegen sind reizfreudig, das ist erstmal schön und es kann auch insofern spannend werden, als ich hier eine sehr schöne Gegenkarte habe. Zwei Viererlängen, einige Volle, da brauche ich kein Prophet zu sein, um vorherzusagen, wenn der Alleinspieler jetzt hier nicht gerade ein sehr, sehr gutes Spiel hat, dann wird es vermutlich schwer. Aus unserer Sicht interessant. Wieder bei 40 übrigens, hatten wir eben schon. Und diesmal sitzt wieder der Kreuzhand, allerdings auf der anderen Seite. Gut, aufgrund der 40er Reizung mag ich natürlich weder Karo noch Herz besonders gerne anfassen. Herz, weil ich nicht glaube, dass es läuft. Karo, weil ich vermute, dass mein Partner keinen hat und der Alleinspieler auf Ass König Dame sitzt. Aus diesem Gesichtspunkt heraus entscheide ich mich jetzt für eine Öffnung Pik. Erscheint mir am ungefährlichsten, am harmlosesten und da ist auch nichts Wildes passiert. Alleinspieler hat erstmal das Ass rausgenommen. Jetzt Herz Kreuz Lusche, Kreuz 8 wird von der 7 getaucht. Also das deutet hoffentlich darauf hin, dass mein Partner die Hand wirklich so voll hat, dass er sich das erlauben kann. Ich denke mal schon, 4 oder 5 Trümpfe wird er wohl auf jeden Fall haben. Sonst müsste er hier wohl besser rübergehen. Ja, am Live-Tisch wird man vermutlich die Gesichtszüge des Alleinspielers schon entgleisen sehen. Hier sieht man es nur an der Zeit, die er überlegt.
dass der Trumpfstand nicht sehr gut ist, dass das Spiel jetzt wohl auf sehr wackeligen Füßen steht. 15 Augen, ich tue erstmal Herz Ass rein, war ja 40 gereizt, ganz normal und erwarte eigentlich, dass jetzt Pik zurückgespielt wird, kommt aber nicht. Es kommt Herz, da biete ich den vollen natürlich nicht an, da lege ich nur die Herz Dame. So, Abwurf Karo Dame, interessant. Also, ja, ich vermute, aus Ass König Dame Pik 10 will ich jetzt auch nicht anbieten, da haue ich die 10 auf den Tisch. In der freudigen Erwartung, dass mein Partner jetzt absticht und wir dann noch einstich mit Kreuz Buben mit einer Wimmlung nichts mehr schiefgehen kann, und dann bedient mein Partner den blanken Karo König. Dann, ja, sage ich erneut, warum hat er denn nicht dann blank ausgespielt? Wie eben im ersten Spiel, nur diesmal ist es der andere Spieler. Ist denn irgendwo geschrieben, dass man nicht blank ausspielen darf? Dass man das Spiel nicht auch seinem Partner leicht machen kann? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Jetzt haben wir wieder einen 25er Stich zum Alleinspieler hingegeben. Gut, da kommt vielleicht schon die Erklärung, warum Pik nicht hinterherkommt. Jetzt gehe ich mal sehr stark davon aus, dass einige Pik im Stock liegen. Mein Partner hat gar keinen mehr und wirft jetzt den Herzkönig. Aber das beantwortet nicht die Frage, warum er denn, wenn er da schaut, er hat definitiv 5 Trumpf dagegen. Er hat 3 Herzen nur in der Hand. Ein Karo und ein Pik, warum er dann nicht auf den blanken Karo König gewechselt ist, dann hätten wir wohl noch ein paar Punkte mehr machen können. Die Karo 10 hätte ich wohl nicht verbrennen müssen. Scheint mir aber hier gar nicht so wild. Nein, ist gar nicht so wild. Die Trumpfstärke ist gewaltig, trotz alledem nur 43 Augen. Also zwei sehr riskant gereizte Spiele. Beide hätten fallen können. Eins ging nun gerade, wie gesehen, beim besten Willen nicht, obwohl ich da mal die 10 ins Geschäft investiert habe. Dieses Spiel hier verheißt jetzt, wenn ich meine Karte anschaue, ein besseres zu werden. Vielleicht das erste richtig gute Spiel in dieser Serie. Auch hier muss man sagen, Buben kommen gleich verteilt, ohne zwei Bube rausgespielt. Ja, okay. Kann man machen, ist auch noch nicht zu sehen, ob das nun riskant war oder ob das plausibel war. Zumindest ein Ass hat mein Partner hier noch. Gut, jetzt müssen natürlich die Vollen beim Alleinspieler sitzen. Herz, Ass 10 zu viert. Wahrscheinlich noch beide andere Asse. Mein Partner trennt sich von den Kreuzen. Warum trennt er sich von den Kreuzen? Komm, Kreuz. Ja. Jetzt hat er kein Kreuz mehr, hat stattdessen lieber den Karo König zu dritt gehalten. Naja, auch nicht unbedingt eine gute Entscheidung nach dem Antritt bei dem Spiel, nachdem die Buben verteilt kamen. Was wollte er jetzt mit dem Karo König zu dritt? Den hätte er besser abgeworfen und dann sich noch einen Kreuzstich in der Hand behalten. Dann wären wir vielleicht aus dem Schneider gekommen. So, Spiel 4. Jetzt bin ich natürlich langsam auf Betriebstemperatur, nachdem ich hier schon einige Unschärfen gesehen habe, habe jetzt auch 4 Volle und einen Buben in Mittelhand, also auf 0 Ouvert lasse ich da auf keinen Fall zu. Das Spiel habe ich jetzt schon auf Grand gereizt oder zumindest 48, das ist ja hier amtlich und offensichtlich. Grand wollte ich auch spielen, aber wenn 48 gehalten werden, dann wird mir das Eisen doch zu heiß. Es ist ja schon ohne Dreien und wo mir noch ein Ass fehlt und keine. Die Asse sind hohl, also ohne 10 ist das auch natürlich ein Hochrisikospiel. Vorhand hat den Grang. Vorhand hat den Grang mit rein. Pik 9 Abwurf. Könnte blank sein, dann steht noch 7 Dame 10 beim Alleinspieler. Hier hat der Alleinspieler vermutlich Glück, dass das Ass blank steht. Wäre so typisch, dass er außer 10 zu dritt oder zu viert erstmal ausspielt, versucht sich eine Farbe zu etablieren. Pik will ich jetzt natürlich auf keinen Fall spielen. Dafür erhoffe ich immer noch die 10 zu dritt beim Alleinspieler. Dann könnte ich da 3 Stiche machen. Also greife ich mal in ein volles, kläre hier die Farbe. Jetzt kommt Herz unter durch oder zumindest klein. Gut, kann ich rausnehmen und ganz einfach zurückspielen. Damit klärt sich die Karte weiter. Wer hat das Herz Ass? Der Alleinspieler. Er hat das Herz Ass zu dritt. Das ist hier ganz klar zu sehen. Ja, und jetzt kommt die Pik 7. Also 3 Buben, Herz Ass zu dritt und ich vermute sehr stark Kreuz 10 auch zu dritt. Daher hat er zuerst im zweiten Stich die Kreuzen geklärt, das war für ihn das wichtigste Anliegen. Dann
kann er die Pik 10 nicht in der Hand haben. Er hat noch einen Buben, er hat noch das Herz Ass, zwei Kreuz. Von daher, klar, im Prinzip, wenn wir gewinnen wollten, müsste ich hoffen, dass er die 10, Pik 10 trotzdem zu dritt hat und den Kreuz blank ausgespielt hat. Das ist aber so absurd, das scheint hier ein ganz klarer Schneiderzug zu sein. Dann lieber raus, was realistisch ist. So, nun kriege ich hier Karo 10 geladen. Also zwei Piken, also Pik 10 und Dame tatsächlich noch beim Alleinspieler. Dann hoffe ich mal, dass meine Erkenntnis jetzt eben richtig war und nicht Pik 10 Dame jetzt noch in der Hand sind, sondern zwei Kreuzen. Sonst hätte ich uns natürlich Schneider frei gemacht, definitiv, aber auch noch einen möglichen Sieg gefährdet oder verschenkt. Na, es ist aber so. Das ist das Schöne beim Skat, es ist ja alles plausibel. Wenn der Alleinspieler zu kurz kommt, dann spielt er nicht zuerst mal seine blanke Karte raus. Er spielt erstmal die Kreuz 10 hoch und danach das den Herz König hoch. Alles ganz normal. Und in dem Fall wäre mir natürlich auch rausgekommen, wenn ich direkt, wenn ich nur mit dem König schnippel. Das aber nur, weil jetzt zwei Pik im Keller waren, ist etwa die Pik Dame noch in der Hand meines Partners, dann hätten wir zu dem Zeitpunkt erst 28 erreicht. Gut, auch dann hätten wir noch einen Stich mit dem Kreuz wild gemacht. So war es aber definitiv sicherer. Rang wird gespielt bei 18 erneut. Sieht erstmal mau aus. Sieht ja immer ein bisschen mau aus, wenn der Alleinspieler ohne Not schon mal Rang spielt und ich habe zwar hier eine Farbe nicht, aber auch sonst nicht allzu viel anzubieten. So, Pik, Dame, Lusch. Klar, Alleinspieler will sich wieder irgendwie die 10 oder die 4er Länge irgendwie hochspielen. Ich stech und zeige jetzt hier erstmal meinem Partner die lange Farbe. Falls es tatsächlich so ist, dass dieser Rang ein bisschen bubenschwach ist, wenn wir durch diesen die ungünstige Pikstellung für den Alleinspieler ein bisschen Chance bekommen, dann sicher jetzt, indem erstmal klar ist, wo wird gestochen. So, Pik Ass direkt von meinem Partner. Jetzt bin ich gespannt, was ist seine Idee? Jetzt ein Schub in Pik und dann noch irgendwie zwei Herzstiche machen oder zwei Kreuzstiche machen. Was plant mein Partner? Also zwei Kreuzstiche wird er natürlich nicht machen. Ich habe König Lusch noch in der Hand. Jetzt zieht er noch einmal Karo zwischen. Gut, und jetzt Pik zurück, kommt mir komisch vor, ja, kommt mir zu Recht verdächtig vor. So rum hätte er es dann an sich nicht spielen brauchen, dann hätte er auch auf den Pik König warten können, wenn er danach nicht direkt zurückspielt. Aber gut, das Spiel konnten wir, so wie es stand, jetzt letztlich sowieso nicht gewinnen. Wir hätten mal ein paar Augen mehr haben können. Spiel 6, ich bin natürlich ein bisschen ausgehungert jetzt. Fünf Spiele, einmal nur gereizt, nicht rangekommen. Diesen Ansatz hier hätte ich ja garantiert auch bis 24 gereizt. Schlicht, ich komme nicht dazu. Die beiden sind schon bei 24, bevor mir das Wort überhaupt erteilt wird. Da bleibt mir dann auch nichts übrig, als zähneknirschend wieder mal zu passen. Und da kann ich nur wieder sagen, ihr wisst es ja alle, Skat ist in aller erster Linie mal ein Geduldsspiel. So, Alleinspieler hat kein Kreuz, darf hier zweimal stechen, zieht auch ein zweites Mal Trumpf. Mein Partner hat mindestens die Mittelbuben, also es ist jetzt höchstens ein Sechstrümpfer. Jetzt kommt wieder Kreuz, jetzt haben wir ihn schön in der Mitte, können ihn unter Druck setzen. Und jetzt, Pik Ass ist natürlich viel zu früh, darf ich hier nicht wimmeln. Ich will ja auch sehr gerne jetzt das Herzbild loswerden. Also perfekt hier. Dieser Stich gefällt mir gut. Wenn bei dem Spiel was geht, dann kann es jetzt sicher eng werden für den Alleinspieler. Denn wenn er wirklich nur einen Fünftrümpfer hat, dann hat er sicher auch noch etwas mehr Pik an der Seite. So, hat er aber nicht. Er sticht direkt und geht jetzt über Herz Ass und Herz 10 hat er auch noch. Ja, dann, meine Lieben, können wir wohl nicht gewinnen. Wenn es tatsächlich nur ein Fünftrümpfer ist, dann hat mein Partner noch einen Trumpf und auch gar kein Herz mehr. Wenn es ein Sechstrümpfer ist und ich jetzt hier die Herz 10 steche, dann stehen wir übrigens bei 30 Augen. Das wäre ganz schön dämlich, weil mein Partner das Kreuz Ass ja noch haben muss. Mit anderen Worten, ich kann hier direkt mal durchladen und gucken, ob wir noch eine Gewinnchance haben. Nein, haben wir nicht. Herz 9 wird bedient. Dann ist amtlich, dass mein Partner auch keinen Trumpf mehr haben kann. Dann
Nehmen wir den letzten Stich auf 31. Ole! Über so ein Blatt muss ich mich ja heute schon wirklich freuen. Sag auch 18. Tapfer, muss man sagen. Aber auf 20 gebe ich mich dann doch wieder geschlagen. Die Waffen sind einfach zu stumpf. Ja, den einzigen, den ich damit verletzen kann, das wäre mich selbst. Das schaue ich mir dann lieber nicht an. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Karo, immerhin bei der 20er Reizung, kleiner Anhaltspunkt wird wohl ohne Dreien sein. Deswegen kann ich ganz lässig mit dem Herzbuben übernehmen. Da will ich auf keinen Fall einen Stich, einen Trumpfstich riskieren. So, und nun an sich mit Herz gut getroffen, aber der Alleinspieler geht auch ohne zu zögern rauf und hinten fällt die Herz 10 blank. Ja, warum hat er nicht gezögert? Vielleicht ist der Herzkönig gedrückt, denke ich mir so. Oder er hat es einfach instinktiv hier richtig gemacht. War ja an sich gegen den König zu dritt eine unangenehme Karte. Mein Partner muss jetzt natürlich den Kreuz Buben noch haben aufgrund der Reizung, es sei denn, es ist ein sehr seltenes Schneiderspiel. Also 5 Trümpfer, von daher bleibe ich jetzt hier unter, möchte gerne auf Kreuz 10 erstmal das Pik Ass verwimmeln, wenn denn mein Partner die Kreuz 10 hat. Danach könnte ich mit dem Pik Buben einmal vorstechen und wenn dann tatsächlich Herz König im Keller ist, kann mein Partner auf Herz Dame vielleicht sogar nochmal wimmeln und dann macht er noch den Kreuz Buben. Also wir könnten hier alles ganz gut hinbekommen, die Buben getrennt bekommen, aber was ist denn jetzt los? Warum, was macht er denn da? Warum zieht er denn jetzt mir den Buben ab? Ich muss doch aufgrund der Reizung diesen Pik Buben haben. Ja, und wie steche ich jetzt die Kreuz Dame? Wie soll ich das jetzt machen? Gar nicht natürlich, ich habe jetzt keinen Buben mehr. Eieiei. Gut, Kreuz König scheint gedrückt, dafür ist Herz König in der Hand. Toll. Es stand jetzt, meine ich, sowieso nicht so, dass wir hätten gewinnen können, aber deutlich mehr als 39 wären natürlich drin gewesen, wenn mir mein Partner nicht den Buben zieht. Und das Schöne ist ja, auch wenn es in so einem Spiel jetzt nicht so wichtig ist, es gibt dir ja doch ein Zeichen, wie deine Partner ticken und wie viel Übersicht sie hier haben. Und hier habe ich also durchaus schon das ein oder andere Optimierungspotenzial erkannt. Also es bleibt dabei, Skat ist ein Denkspiel und so Kleinigkeiten wie die Reizung mit zu beachten, das sollte euch in Fleisch und Blut übergehen, dann passieren auch solche Fehler nicht. So, jetzt aber Spiel 8. Dieses Spiel will und darf ich doch jetzt endlich mal machen. Komm nicht für den einfachen Kreuz ran, also Kreuzhand. 5 Trümpfer mit 2 Seitenassen und dem alten in Vorhand. Ja, macht doch einen ganz soliden Eindruck. Muss nicht sicher gewonnen sein, kann immer doof dagegen sitzen, aber erstmal bin ich optimistisch. Steche auch hier die Karo 10. Das ist auch ein schöner Stich, dass ich hier in Hinterhand bleibe. Sieht ein bisschen danach aus, als ob die Trumpflusche im Stock liegt. Wäre zumindest möglich. Behalte ich schon mal so im Hinterkopf. Gut, den kann ich vermutlich relativ gefahrlos schnibbeln, sollte ich sogar, denn sonst kann es wieder unangenehm werden. Darum jetzt allerdings, den nehme ich lieber raus. Habe so ein bisschen das Gefühl, dass Spieler 1 kein Karo mehr hat, sonst hätte er den vielleicht hinterhergebracht und jetzt da mit dem Pik Buben noch im Überstich sitzt. Deswegen jetzt keine Experimente mit der Pik Lusche, sondern rausnehmen und erstmal Trumpf ziehen. So. Trumpf Lusche ist nicht im Stock. Dann ist vielleicht der Pik Bube im Stock. Vielleicht ist er aber auch noch bei Spieler 1. Deswegen hat der auch den zweiten Trumpfstich mit Herz Buben übernommen. Also wenn ich jetzt nur das Herz Ass hinziehe, alleine, dann langt es mir wohl noch nicht. Ich vermute schon, dass Spieler 1 jetzt noch die beiden Herzen hat. Den einen Trumpf. Insofern möchte ich gerne noch einmal einen extra Stich ergattern oder die Herz 10, also nochmal zwischenstechen, damit ich dann einfach hinkomme. Deswegen spiele ich jetzt hier die Pik Lusche raus. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, denn Spieler 1 hat ja dann wohl sehr wahrscheinlich noch den Buben, wo er jetzt schon keinen Pik mehr hat, noch die beiden Herzen, aber jetzt könnte er natürlich auf den nächsten nachgespielten Pik sein Herz
abschmeißen. Ach, zum Glück kommt jetzt Karo hinterher und jetzt ist es der König wieder gut. Entweder selbst mit den beiden, mit dem einen Trumpf muss er natürlich noch zu dem einen Herz diesen Karo mitbedienen. Da kommt der Karo König und dann kommt der Herzkönig. Jawohl. Das war knapp. Ich glaube, es lag Pik im Stock. Wenn jetzt die Pik Lusche hinterherkommt statt der Karo Dame, dann ist das Spiel verloren. Das hat Spieler 1 ja auch gesehen. Da kommt der kleine kranke Smiley. Das hätte schnell eine Fiebertablette für mich werden können. Gut, nun ist tatsächlich alles halb so wild. Ich stehe ja sowieso hinten an. Wenn du nach 8 Spielen noch 0 zu 0 stehst, dann musst du so ein Ding mal machen und das war ja gar kein schlechtes. Wenn du aber eins geschenkt bekommst, so wie das eben, dann kannst du langsam alle Leinen losmachen. Kurz vor Feierabend habe ich mich jetzt entschlossen, einen Wenzelstürzer zu reizen. Also einen Grang zu reizen mit nur zwei Buben und einer langen Farbe. Und lang ist ja noch ein bisschen geprahlt. Ich habe sogar nur vier Pik. Ich hätte dann auch noch im Stock hoffentlich eine gute Karte finden sollen. Zumindest wollte ich mir kein Null-Ouvert anschauen oder ein Kreuzhand ohne Zweien. Gegen die verteilten Buben wollte ich diesen Grang gerne versuchen. Bin aber mal wieder für 48 nicht rangekommen und Spieler 1 spielt den Grang. So, auf Karo Ass fällt Dame und König. Dann vermute ich, dass es 5 Karo sind. Das ist relativ amtlich. Also denke ich mal, wird mein Partner jetzt wimmeln. Überraschung. Manchmal hält so eine Vermutung gerade mal eine halbe Sekunde und dann liegt da die nächste Karte und du musst umdisponieren. Zweite Vermutung, warum legt er allein, legt mein Partner auf das Karo Ass schon die Dame? Er hat erwartet, dass ich vielleicht schon stechen kann, hat also 7, 8, 9 Dame. 4 Stück muss er haben, anders kann ich es mir nicht erklären. Da hat er schon mal die Dame direkt auf das Ass gelegt, schon ein bisschen gewagt. So, jetzt werde ich aber nur 10 Augen hier noch nicht stechen, da lasse ich erstmal meine blanke Kreuzlusche fallen. Da sollte doch noch irgendwo mehr zu holen sein. Jetzt fällt auch noch hier Herzdame, wieder aufs Ass die Dame. Dann muss er an sich der Alleinspieler auch noch wieder die beiden Herzluschen haben. Und jetzt kommt Kreuz Ass. Jetzt kommt Kreuz Ass. Und da fällt jetzt eine Lusche von meinem Partner. Interessant. Also zweimal hat er die Dame gelegt. Jetzt bin ich hier am Überlegen. Also hier an der Stelle habe ich jetzt wirklich lange überlegt. Was soll denn das überhaupt für ein Grang sein? Hat mein Partner noch einen Buben? Und wenn ja, wer hat die Herz 10? Hat der Alleinspieler etwa erst das blanke Ass abgezogen? Also das Herz Ass, was er hohl hat mit den beiden Doppelluschen, bevor er Kreuz spielt. Also es ist alles irgendwie merkwürdig. Irgendwas ist an dem Spiel komisch. Letztlich denke ich aber, wir können nur gewinnen, wenn der Alleinspieler nicht hier nochmal zum Stechen kommt. Wenn mein Partner die Herz 10 hat und einen Buben, dann haben wir jetzt nämlich Rest. Da, so ganz dran geglaubt hab ich auch nicht. Zwei Buben sind tatsächlich beim Alleinspieler, dann scheint es schon ein solider Grang zu sein. Und was ist das? Da, guckt euch das an, da kommt die Herz 7. Es kommt die Herz 7 und er hat auch gar kein Karo mehr. Das bedeutet ja, mein Partner hat im ersten Stich auf das Ass aus Lusche Dame direkt die Lusche, die Dame gelegt, auf das Karo Ass und er hat auf das Herz Ass auch direkt die Dame gelegt. Also, das ist alles natürlich ganz schwer einzuschätzen. Und ihr seht es hier vielleicht an solchen Sachen, wenn man so ein bisschen wahllos da links und rechts die Bilder verteilt, einfach irgendwie unscharf spielt. Ein guter Spieler, ich bezeichne mich jetzt einfach mal so, der interpretiert das natürlich, der leitet da ganz andere Verteilungen dann von ab. Deswegen ist es schon wichtig, dass er auch irgendwo plausible Karten legt. Ja, der Unterschied zwischen einer Lusche und einer Dame oder einer Lusche und einem König machen immer nur 3 Augen sein oder ein Auge. Aber euer Partner denkt ja auch mit und errechnet aufgrund dieser Karten eine Verteilung. Hier haben wir jetzt nochmal einen Grang. 18 gereizt auch von meinem Partner und ich habe alle 3 Kreuz dagegen. Das könnte so ein Grang sein, der jetzt einfach schwierig wird, weil der Alleinspieler zu kurz kommt. Jetzt nur mal angenommen, er hat keinen Pik, er hat kein Herz, er hat die 4 Kreuzen, 3 Buben und Karo Ass zu dritt, sowas in der Art, dann wird es jetzt einfach sehr eng für ihn, weil ich tatsächlich alle 3 Kreuzstiche mache. Mein Partner hat schön Herz Ass und Pik Ass verladen. Pik 10 konnte ich gut mal einmal anbieten. Jetzt hier 2 Pik Bilder. Jetzt wird mir hier entweder die 10 freigespielt.
So, Karo 10 muss jetzt raus, aber da passiert es, der Alleinspieler zeigt sein Blatt. Er hatte keinen Problemgang, er hatte 4 Buben und noch Karo Ass Lusche zusätzlich zu den 4 Kreuzen. Dann konnte ich ihn natürlich mit den 3 Kreuzen überhaupt nicht erschrecken. Dann ging es bei dem Spiel von Haus aus nur um Schneider und damit steht Spieler 2 jetzt ganz hervorragend. 550 Punkte, noch 2 Spiele zu machen mit so einem schönen Gang mit 4. 11. Spiel. Ja, 4 habe ich nicht bekommen, aber jetzt. 3 Asse in eine 10 Karo Bube. Ich komme wieder nicht günstig ran, ist mir aber auch egal, um nicht zu sagen Banane. Hier werde ich wieder bis 48 gehen. Muss ich aber nicht, zum Glück, denn die Findung ist wieder Grütz. Jetzt habe ich ein Herz. Ich habe ihn erst ganz üblich gedrückt, dann habe ich mich doch nochmal entschieden, aufgrund der 33er Reizung tatsächlich so die nackte Kreuz-Lusche lieber im Blatt zu halten, weil ich einfach so einen Spielverlauf erahne, wo direkt im zweiten Stich dann Pik kommt und dann nochmal Trumpf gespielt und wenn dann Spieler 1 dran ist, die Pik 10 an Bord haut, vielleicht sogar mit einer Wimmlung, ich stehe dann lieber in Pik frei, dann habe ich mehr Auswahl zu gucken, ob ich da die Pik 10 stechen kann oder wie der Stich zu verwalten ist. Das kann natürlich auch mal ganz anders laufen, dann fällt auf Kreuz-Lusche plötzlich 21. Ist aber nicht so häufig. Auch das könnte das Spiel im Zweifel noch vertragen. Ich habe es jetzt lieber so versucht. So, nur wäre es eigentlich egal gewesen, denn jetzt kommt hier Pik Lusche hinterher. Ob ich jetzt hier die Pik Lusche lege oder die Kreuz Lusche, das tut sich gar nicht so viel. Das Spiel ist jetzt schon gewonnen, wenn ich ordentlich weiterspiele, sprich, wenn ich jetzt nicht nach dem Einstich nochmal Trumpf ziehe, denn die beiden Trümpfe vermute ich natürlich in einer Hand und ich komme locker hin, wenn ich einfach zweimal Karo noch anbiete. Denn als Belohnung werde ich, ja, entweder ich kriege noch Karo Vollenheim oder wenn der nicht gestochen wird, ansonsten kriege ich eben hier in Kreuz sogar noch 2 volle Heim. Also es waren genug Volle für mich unterwegs, locker gewonnen. So, Spiel 11 ist durch und ich stehe 2 zu 0, habe jetzt noch im letzten Spiel eine kleine Chance, Spieler 1 vielleicht zu überholen, aber der Abstand, das sind 123 Punkte und 123 ist beim Skat gerade nicht so schön, wenn du einen noch überholen musst, denn ein 72er Rang, der langt nicht mit den 50 Punkten dazu, wären das nur 122. Ich bräuchte also schon einen 96er oder zumindest ein Spiel größer 73, das ist ja schon unwahrscheinlich und wenn ich mir die Karte anschaue, dann habe ich es auch nicht. Ja, wenn ich hier also noch einen kleinen Erfolg feiern möchte, dann müsste Spieler 1 jetzt ein Spiel verlieren. Hoch genug gereizt wird ja wieder. Ansonsten will ich das aber nicht herbeireden. Denkt doch mal, auch Spieler 2, der schon ziemlich gut steht, wird jetzt kein ganz schlechtes Spiel mehr reizen. Jetzt haben wir aber hier tatsächlich bei 44 noch eine Auszeit. Ja, und dann kann man doch auch sagen, bin ich in einer sehr komfortablen Situation. Ich kann in dieser Liste gar nichts mehr falsch machen. Ich kann nichts kaputt machen. Ich brauche mich nicht ärgern. Die beiden können noch mal sehen, wer hier die letzte Meile gewinnt. Schon interessant. Sehr, sehr lange Denkpausen jetzt. Klar, Online-Skat. Gut möglich, dass sich gerade einer einen Kaffee holen gegangen ist, aber mitten im Reizvorgang wäre auch ungewöhnlich. Also ich glaube, Spieler 2 hat vielleicht doch nicht so ein gutes Spiel, will es aber nicht hergeben. Bei 48 ist er jetzt Besitzer geworden. Der Mann hat 550 liegen. Das könnte jetzt eine richtig gute Liste sein, wenn er dieses Spiel noch gewinnt. Grang spielt er. So, nun wollen wir mal schauen. 15 Augen im Aufschlag. Herz 10 läuft nicht. Ärgerlich. Was habe ich abzutragen? Ja. Gut, man kann auch Kreuz Dame abschmeißen, aber so ein Bild jetzt hier schon zu opfern, nur um Karo 10 zu dritt zu halten, um dann Tiefschnitt machen zu können, auch nicht so schön. Alleinspieler kann auch mal auf den 3 Kreuz sitzen. Also ich denke mir aufgrund der Reizung, nein, ich spiele es an sich erstmal ganz normal und wirf lieber eine Lusche ab. So, 15, 36. Pik Ass auch bei meinem Partner. Interessant. Herz nachkommen, könnte ich mich von der Pik Lusche trennen. Heieiei.
Das wirft ja nun noch ein ganz neues Licht auf das Spiel. Karo Ass auch noch bei meinem Partner. Was soll denn der Alleinspieler denn da überhaupt für einen Grang haben? 15, 25, 36. Uiui, er hat nur ein Herz gehabt und er hat gar kein Karo. Das heißt, er muss die Hand noch voll Pik haben. Dann war meine Pik 10 wohl gar nicht unbedingt so glücklich. Wenn er jetzt vier Buben hat, die vier Pik, den einen Herz, dann hätte er immer noch eine Kreuz-Lusche. Also ein Kreuz hat er auf jeden Fall dabei. Das ist amtlich. Nur da werden nur 11 Augen drauf fallen. Das würde ihn nichts ausmachen. Und da es ja eine Kreuz-Lusche sein muss, würde ihn das nicht mal was ausmachen, wenn 21 Augen fallen, wenn das unser letzter Stich ist. Wenn er also alle Buben hat und noch die fehlenden Piken. Jetzt fummelt er aber so ein bisschen rum und das sieht doch so aus, als ob irgendwie noch ein Bube bei meinem Partner auch ist. Sonst bräuchten wir hier nicht so lange rumturnen. Und wenn das der Fall ist, dann hat mein Partner übrigens auch noch, dann hat er allein auch noch zwei Kreuzluschen. Und dann kann er, wo wir 36 liegen haben, natürlich auf keinen Fall mehr gewinnen. Ja, von der Überlegung her, ich hätte hier auch schon die Karo 10 da reinknistern können. Ja, war egal, sage ich jetzt mal. Jetzt kommen nämlich die Kreuze. Mein Partner hatte den Herz Buben. Also auf welchen Vollen ich jetzt lade, ist auch Banane. Wir haben mit diesem Stich über 50 und kriegen auf jeden Fall noch einen Vollen nach Hause. Ja, also das war ein ganz, ganz übles Ding. Ik glaube nicht mal ein volles gedrückt. Pik König zu viert und drei Buben, aber das Ganze in Mittelhand, obwohl jetzt auf Pik 21 direkt fielen, was der Alleinspieler gar nicht hätte besser haben können, kommt er jetzt einfach nicht hin, beziehungsweise dann hätte er vielleicht doch mal zwischendrin. Nee, das Spiel war einfach zu schwach, das war nicht zu lösen. Ja, ärgerlich für Spieler 2, hat er ein bisschen sein Blatt noch überzogen. Damit ist bei uns am Tisch nicht viel passiert, wohl keiner richtig weit vorne. 379, Spieler 1 hat gewonnen, Spieler 2 355. Gut, mich haben sie beide geschlagen, von daher herzlichen Glückwunsch aus Hamburg und damit sage ich Tschüss, bis bald, gut Blatt.